Hi, hier ist der Lars von All About Samsung und ich bin hier gerade in Monaco auf dem Samsung Forum Europe und das ist so eine Art Veranstaltung nur für die europäischen Kunden und so weiter, wo man viele Sachen von der CES vor allen Dingen zeigt in Las Vegas. Jetzt, für mich ziemlich überraschend, gab es aber auch das Schätzchen hier, das ist die brandneue Samsung NX500. Samsung hat auf der Fotokina 2014 in Köln erstmals die Samsung NX1 gezeigt und hier in Monaco hat man jetzt plötzlich, mehr oder weniger aus dem Hut, auch mal eben die NX500 gezeigt. Die NX500, ich fasse es mal so zusammen, man hat eigentlich die NX300 genommen, das Design ein bisschen angepasst und alle Features aus der Samsung NX1 halt in dieses kleine Gehäuse gestopft. Ich komme erstmal zu den Spezifikationen. Was haben wir denn hier? Unter der Haube, ich weiß jetzt nicht, ob was abnehmen kann, doch, es ist nicht komplett gesichert, haben wir, wenn ich es jetzt nicht kaputt mache, hier einen 28 Megapixel BSI CMOS Sensor. BSI heißt Backside Illuminated, das heißt, man hat eigentlich den normalen CMOS Sensor, den man hat, mehr oder weniger umgedreht und damit wird die Rückseite beleuchtet, um es mal ganz vereinfacht auszudrücken, wodurch einfach mehr Licht auf den Sensor kommt, weil man weniger Probleme damit hat, dass davor Schichten sind, die das Licht verfälschen können, um es mal ganz platt auszudrücken. Dieser 28 Zoll BSI CMOS Sensor kommt auch so in der Samsung NX1 zum Einsatz und ist eine richtig geile Sache, bringt da sehr, sehr gute Ergebnisse und den hat man jetzt halt hier im Ergebnis in die NX300 eingebaut. Auch aus der NX1 bekannt ist der DRIM E5 Prozessor. Das ist ein sehr, sehr schneller Bildprozessor, der sehr, sehr schnelle Bildfolgen erlaubt. In dem Fall hier allerdings nur 9 Frames per Second. In der NX1 ist es ein bisschen mehr. Den sieht man jetzt natürlich nicht. Und vor allen Dingen erlaubt er auch eine sehr schnelle Bildprozessierung bei Videos. Deswegen haben wir hier auch in der NX500 verbaut tatsächlich eine 4K-Aufnahme. Allerdings glaube ich nur mit 25 Frames per Second oder 24 Frames per Second sind es. Und UHD-Videos ganz normal, die sind auch wieder mit 30 Frames per Second möglich. Es ist also genau dieselbe Videoleistung, wie wir sie aus der NX1 haben. Allerdings, und das finde ich ein bisschen schade, ich versuche erstmal das Ding hier jetzt nicht kaputt zu machen. So, was ich ein bisschen schade finde, bei der NX1 haben wir zum einen einen Electronic Viewfinder, den haben wir hier nicht, habe ich hier jetzt auch noch nichts von gehört oder gefunden. Es gab immer so Gerüchte, dass die NX500, wenn sie denn kommt, auch mit einem Electronic Viewfinder zumindest als optionale Version kommt. Ist hier leider nicht der Fall. Bei einer NX10 war es, glaube ich mal, konnte man das über einen Blitzschacht machen. Ist hier nichts von zugesagt worden, finde ich schade. Und was auch fehlt, im Gegensatz zur NX1 ist, und das sieht man hier, so ein kleines bisschen ein 3,5 mm Klinkenstecker. Wir haben ja nur einen Micro-USB und einen Micro-HDMI-Anschluss, keinen Klinke 3,5 mm Stecker. Und das heißt natürlich, man kann kein externes Mikro so einfach anschließen. Allerdings hat das Ding hier Wi-Fi, Bluetooth und so weiter eingebaut, auch NFC ist mit drin. Und mit Bluetooth könnte man jetzt natürlich überlegen, ob vielleicht ein Bluetooth Mikrofon irgendwie möglich ist, weiß ich aber nicht. Habe ich auch bei der NX1 schon überlegt, ob das so gut funktioniert, ist immer so eine Sache. Auf jeden Fall hat das keinen 3,5 mm Klinkenstecker, finde ich persönlich ein bisschen schade. Ansonsten vom Designer sieht man ganz klar so ein bisschen die Gene der NX300. Wir haben ja also wieder so dieses zweigeteilte Design hier oben mit dem Metall und darunter dann eine Lederoptik Kunststoff. Das ist allerdings ein bisschen andere Lederoptik als noch bei der NX300, da war sie ein bisschen feiner. Hier hat man auch das Logo. Und was man auch geändert hat, ist dieser Punkt hier vorne, der ist jetzt abgeschrägt. Also das Button-Layout ist ähnlich geblieben, außer dass hier jetzt diese Tasse an der Stelle hinzugekommen ist. Das Button-Layout hier ist aber das gleiche geblieben, nur dass man es hier jetzt so ganz leicht abgeschrägt hat. Finde ich persönlich nicht übel, wobei es mich an der NX300 nie gestört hat. Einstellrad ist gleich geblieben. Auch das Rädchen ist leicht geblieben, der Wi-Fi-Button ist ebenfalls leicht geblieben. Obendrauf hat man jetzt allerdings hier, wenn ich es richtig sehe, ein Mikrofon mehr, was hier hinzugekommen ist. Ich würde zumindest sagen, dass das hier ein Mikrofon ist, bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Dann haben wir hier für 4K-Recording mit drauf gedruckt als Spezifikation. Auf der Rückseite haben wir ein 3,0 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von, ich weiß es gerade nicht genau, ich meine, es ist eine relativ schlechte FHD-Auflösung, aber ich weiß es gerade nicht. Also es ist nicht Full HD, sondern es sind irgendwas so um die knapp 1 Million Subpixel. Es ist also eine relativ schlechte Auflösung, aber es sind halt hier auch nur 3 Zoll. Das lässt sich allerdings auch wieder nur hoch und runter klappen, nicht seitlich. Finde ich persönlich immer ein bisschen schade. Ich wusste auch nicht, dass darauf tatsächlich so ein Wert gelegt wird, aber viele meckern tatsächlich, weil es dadurch für zum Beispiel Selfies und so weiter oder sich selber filmen, schwierig ist, sich selber zu beobachten. Das wird so natürlich schwierig, man kann es allerdings so weit nach oben klappen. Das geht. Was haben wir hier noch? Wir haben auf jeden Fall den neuen Hybrid AF als Autofokus 3 mit dabei, der mit 55 Millisekunden extrem schnell sein soll. Ist also im Ergebnis das gleiche System, was auch in der Samsung NX1 zum Einsatz kommt. Dann haben wir hier
eigentlich ein richtig geil, leichtes Gerät mit extrem guten Videokapazitäten. Aber auch hier werden wir wieder in der Praxis das Problem haben, dass Videos im HEVC-Codex aufgezeichnet werden, also H265-Codec. Und der hat einfach noch das Problem, dass er zum Beispiel in Adobe Premiere oder halt auch in Final Cut Pro nicht unterstützt wird, noch nicht unterstützt wird. Und wir zwar Videos haben, die sehr, sehr komprimiert sind und insofern auch mit 4K locker auf eine SD-Karte passen, die übrigens hier unten drin wieder verbaut ist und, jetzt habe ich natürlich den Alarm ausgelöst, hier passen wir ganz normale SD-Karten rein, UHS-1. Auf der Rückseite haben wir eigentlich alle alle Buttons, wie wir sie auch von der NX300 kennen. Allerdings ist hier ein Stellrädchen hinzugekommen. Wie das genau zu konfigurieren ist, weiß ich jetzt gerade natürlich noch nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Ansonsten ist hier aber das gewohnte Layout. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, mit dem Videocodex in der Praxis werde ich meine Probleme haben und auch ohne 3,5 mm Klingenstecker und somit ohne externes Mikrofon ist es halt so eine Sache. Das war also unser erster Blick auf die Samsung NX500. Mir gefällt das Ding wirklich gut. Es ist klein, leicht, wie man es halt auch von der NX300 kennt. Sehr kompakt und hat trotzdem eine ganze Menge Power. Eben mit dem Dremel 5 Prozessor, eben mit dem geilen 28 Megapixel VSI CMOS Sensor und auch 4K Recording. Nur halt die zwei Makel, die ich gerade genannt habe. Ich hoffe, der erste Eindruck hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, ab damit in die Kommentare. Ich bin der Lars von All About Samsung. Wir lesen uns die Tage sonst wieder im Blog. Ciao!